Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Und heute werden wir gucken, dass wir irgendwas machen. So, ich weiß nicht, müssen wir nach irgendwas suchen? Kreatureneiern und so, ne? Wrack. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind Fragmente. Wir müssen irgendwie unsere Bude vorankriegen, ne? Ja, toll, da unten. Wir müssen also, wenn hier unsere Basis ist. Ah, das sind die Kameras, ne? Wir können uns eine Kamera schnappen. Kamerasteuerung. Ah, du bist immer noch hier. Fragment. Da soll das Fragment sein. Das sind doch nur Teile, die ich aufheben kann, oder? Oder kann ich das scannen? Kann ich das von hier aus scannen? Ah. Naja, gut. Okay. Müssen wir mit unserem Nachbarn klarkommen? Bitte, Mr. Reaper. Ich dachte, wir sind Freunde. Warum musst du jetzt hier rumhängen? Geh doch woanders hin. Ich muss nur ganz kurz scannen. Nur ganz kurz, ja? Wärmekraftwerk. Immerhin. Danke, Reaper, danke. Ich wusste, wir könnten uns einig werden. Viele bunte Fischis. Hoffentlich hat der Reaper keinen Hunger, sonst kommt er her. Okay, schnell nach Hause. Wer hätte gedacht, dass man mit einem Reaper zusammenleben kann? Wahrscheinlich niemand. Und darum tut es auch niemand! Ciao. So, wird das jetzt mehr oder nicht? Noch nicht. Vielleicht muss ich erstmal die Eier ablegen. Ja, hier ist jetzt nichts Großartiges weiter in der Nähe, ne? Ja, müssen wir warten. Aber wir wollten ja Silber, Erz und Gold. Wieso? Soll ich das nicht am Start? Silber, Erz? Gold. So. Dann tun wir das hier noch rein, ne? Zack. Bitteschön. Jetzt scannen wir ein bisschen schneller, Junge. Oder ist jetzt größer? Ich weiß es nicht. Was sagt denn das Selbstscannen? Infiziert. Ja, geil. Ja, keine Ahnung. Datenbox. Chili-Karatops, keine Ahnung, was das ist. Heißes Gebiet. Könnte nach einem Wrack suchen, ja. Zweifel stark, dass wir eins finden. Weil es nicht hier in der Nähe. Schade. Kann ich mit dem Auge ein Gebiet abscannen? Ich glaube nicht. Na gut, dann machen wir uns selber auf den Weg. Hilft dir alles nichts. Tschüss, mein Freund. Eines wunderschönen Tages töten wir ihn. Vielleicht sollten wir noch mal versuchen, solche Auftriebskörper an ihm anzubringen. Einen haben wir ja schon. Ich denke mal, wenn wir 100 Stück an ihn angebracht haben, dann kriegt er Probleme. Bestimmt. Definitiv. Das muss ja sein. So. Na gut, schauen wir uns hier mal ein bisschen um, ne? Was haben wir denn in diesem Gebiet so schönes? Hier ist wahrscheinlich wieder Sachen, die uns töten wollen, aber gut. Baumpilze. Okay. Was zur Hölle schreit hier rum? Quallenrochen, ja gut. Der ist mir sowieso zu schnell.
Ich meine, Salz ist das Letzte, was wir brauchen. Wir müssten eigentlich schneller werden. Dann haben wir eine Chance, hier unten wirklich was zu reißen. Zyklop. Nee, Zyklop war das große Viech, ne? Oder hatten wir das letzte Mal auch schon den Zyklopen gefunden? Ich glaube schon. Kann gut sein. Aber gut, gehen wir erstmal hoch. Wir brauchen Sauerstoff. Und 130 Meter. Schon ein Stück, ne? Wäre ich schnell genug, wäre das ja kein Problem. Ach, wir sind sogar fast schon auf dem Weg nach Hause. Na gut, wir sind irgendwo dazwischen. Ich habe ja Hoffnung, dass wir hier in diesem Gebiet irgendwas finden. Irgendwas Brauchbares. Mein Akku für meine Maus geht leer. Könnte tragisch enden. Ich riskiere es jetzt aber. No risk, no fun, Freunde. Ja, so ein Zyklop wäre natürlich auch geil, ne? Hat man so wenigstens so eine tragbare Basis. Könnte man auch ein bisschen tiefer schwimmen, aber in meiner Erinnerung war das nicht so cool. Bin ich aber hängen geblieben. Na gut, fummeln wir hier ein bisschen rum. Vielleicht kriegen wir hier irgendwas zustande. Bitte, ey, du schießt doch mit Stacheln auf mich! Was soll denn das? Hilfe! Sie wollen mich alle töten. Warum? Niemand etwas getan? Noch nicht. Hallo. War schon wieder scheiß Laserschneider. Oh Gott. Ich brauche dieses komische Ding ins Kirchen, damit ich fahren kann. Ich wette, hier habe ich irgendwo meine Basis mit andere. Hundertprozentig. Ansonsten ist hier nichts. Oh, Blastfischi. Dich sollte ich mitnehmen. Ja, es ist irgendwie schon ein bisschen traurig, dass ich das Ding nicht zusammenkriege. Weißt du, das billigste Gefährt, was man kriegen kann, und ich krieg das nicht zusammen. Wärmekraftwerk. Eines wunderschönen Tages. Jetzt aber noch nicht. Schwimmen wir mal Richtung zu Hause, weil da haben wir ja unsere Erste-Hilfe-Kästen. So ein Ding müssen wir eigentlich in unserem neuen Zuhause auch mal anbringen. Aber es dauert noch. Ich meine, so wichtig war das jetzt nicht. Wir können ja mal gucken, was brauche ich dafür? Ist schon nervig, was man dafür braucht, ne? Aber holen wir uns das jetzt einmal kurz zu Hause ab und dann ist gut. Dann können wir vielleicht unsere Infektion heilen. Was auch immer die beeinflusst, ich weiß es nicht. Irgendwas muss es ja machen. Irgendeine Scheiße. Bauteile. Hast du keine Hobbys? Geh weg. Hä, wo ist jetzt... Alter. Da wollen wir doch hin und mein Lieblingsfischchen mitnehmen. Dann können wir hier ein bisschen die Höhlen durchsuchen, weil jetzt haben wir ja genug Sauerstoff, um da ein bisschen länger zu bleiben. Schau, was man mit dem nicht schwimmen kann. Reparaturwerkzeug benutzen. Ausrüstung. Leitung. Ein Leitungssystem kann zum Transport von Atemluft aus einer funktionsfähigen Pumpe verwendet werden. Ach so. Dafür bist du gut.
Reparaturwerkzeug da. Höhlenschwefel. Ah, okay. Laserschneider. Konstruktionswerkzeug haben wir jetzt. Pfadfinderwerkzeug. Brauchen wir auch nicht mehr. Taschenlampe vielleicht noch, ja. Ansonsten sind wir da eigentlich recht glücklich. Kann ich mich nur unter Wasser selber scannen? Das ist kein Scanner. Immer noch infiziert. Ja, kacke. Bin ich jetzt nicht cool. Was haben wir hier noch drin, was wir gebrauchen könnten drüben? Nicht zeitlich. Was hier für komische Geräusche, Jungs? Habe ich keinen Deckel? Doch. Achso, die sind gefangen. Da war ja was. Was war das jetzt? Was ist das? Ist der Blitzlicht? Naja, egal. Dürfte ja nichts Großartiges sein. Vielleicht war es das Wasser. Jetzt bleibst du mal oben. Keine Ahnung, was das war. Egal, schwimmen wir hier unten ein bisschen. Wieso sind hier tote Fische? Achso, sind sie gar nicht. Ah, die fangen sich gegenseitig. Oh, die spielen. Selbstverständlich spielen. Geil. Scheiße Ort. Was ich aber gesehen habe, wo ich gerne hin möchte, ist zu diesem riesen Loch-Ding ins Kirchens, das hier immer war. Da war nämlich so ein kleines Höhlensystem. Das würde ich sehr, sehr gerne untersuchen. Warum muss ich nachts hierher kommen? Wird echt Zeit, eine Taschenlampe zu bauen. So stockduster hier. Was brauchen wir denn für eine Taschenlampe? Komm, gehen wir kurz zurück, gucken, was wir für eine Taschenlampe brauchen und dann bauen wir sie erstmal so. So eine Höhle zu erkunden ohne Licht. Vielleicht nicht die beste Idee. Guck mal, die Fischis leuchten alle hier. Ist doch cool. Okay, Taschenlampe. Batterie und Glas. Okay, ja, das geht klar. Okay. Das kriegen wir noch hin. Wir brauchen die Säurepilze. Nächstes nur noch Kristall und dann haben wir die Batterie. Ja, ist gut, Jungs. Ich weiß, ihr mögt mich. Ich bräuchte ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr Kristall, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ein Glas reicht. Oh, gucken wir mal. Probieren kann man es ja mal. Ich finde mein Zuhause nicht. Über mir. So. Ist nur ein Glas, was ich brauche, ne?
Ja, easy going. So leicht geht das. So, noch ausrüsten. Zack. Auf die 4 und dann haben wir genug Licht. Können wir auch langsam zurückschwimmen. Und auf dem Weg nehmen wir noch ein, zwei Höhlen mit vielleicht. Wenn wir dann eine finden. Aber hier war irgendwo eine direkt. Eigentlich. Guck sie nicht an, halte sie nach vorne. Ja, noch brauchen wir sie nicht. Wir sollten die Batterie nicht verschwenden. Ah, guck mal. Drecksviech! Gibt's doch nicht. Hypnotisiert er mich erstmal. Was will er mit mir? Krieg mich doch nicht mal gefressen. Sauerstoff, oh, ist das gut. Holen wir uns mal kurz. Hui. Komm, ein bisschen mehr. Rück aus dein Zeug. Okay, das reicht schon. Ich sammle meine Ressourcen. Dann haben wir bald genug. Und müssen gar nicht mehr raus. Das ist mein Plan. Na, ja, zumindest eine Blase mitgenommen. Oh, Inventar voll? Stimmt, wir haben die Eier gar nicht abgelegt, ne? Ja gut, dann fahren wir jetzt mal zurück oder schwimmen zurück. Der tötet mich! Kleine Drecksviech. Hä? Ja, der hat auch Spaß. Toll, jetzt habe ich. Wie weit weg ist mir zu Hause? Was kommt, scheiß drauf. Sterbe ich halt. Hä? Ah, 700 Meter. Was soll's? Ich finde dieses kleine Drecksviech nicht. Warum nicht? Oh. Na, vielleicht werde ich einfach direkt diese Taucherstation machen. Ich meine, die haben wir ja schon. Ja, komm. Ist das unser nächstes Ziel? Was ist das für dieser Zeug? Scannen, ich kann scannen. Nice. War leider auch so weit weg von unserem Zuhause. Trinken müssen wir uns auch schon wieder machen. Oh. Ja, mach ich gleich, Mädel, mach ich. Ich habe übrigens gerade wunderschön gesehen, wie schnell man ist, ohne ein Gerät in der Hand. Weil plötzlich ging es zack, zack, zack. Also ich habe die ganze Zeit zu hin und her gewechselt. Mal sehen wir, dass wir immer schneller werden, wenn wir das ablegen. Also rein theoretisch schaffen wir das eigentlich locker. Ohne Atemluft zu holen, ne? Bis nach Hause.
Ja, komm hin. Da kommt er hin. Ja, ist gut da hinten. Weiß, ihr habt mich alle lieb. Und der Papa ist wahrscheinlich auch immer noch hier, ja. Der ist auch noch hier. 30 seconds. Welcome aboard, Captain. So, okay. Wasser. Und Nahrung. Erstmal zu Hause ankommen. Ihr vermehrt euch aber trotzdem nicht, ne? Nein, dafür muss ich die Eier, glaube ich, weitermachen. Ja, gut. Scans zeigen auch einen Scheiß an, oder auch nicht. WTF? Fragmente? Okay, da sind 1 Milliarde Fragmente überall. Hier sind sie ganz schön weit zusammen. Das muss ich gleich mal gucken. Die Scans weiten sich auf jeden Fall aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, aber wir müssen jetzt noch mal kurz was zu trinken herstellen. War falsch. Ah, zwei haben wir hier noch. So. Dann schauen wir mal. Wir müssen dahin, weil da sind die alle so weit zusammen. Da. Schwimmen wir jetzt mal kurz hin, damit wir quasi unser Teil da abstellen. Und ich glaube, das ist bei dem Schiffswrack, oder? Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass da so viele Fragmente drin sind. Ja, ist das beim Schiffsteil? Muss ich da rein oder so? Scheinen alle drin zu sein. Und wie kommen wir rein? Also klar, gut, da ist was. Oh Gott. Signal verschwindet. Muss da doch irgendwie reinkommen. Guck mal, hier ist eine Tür zum Aufschneiden. Okay, dann wissen wir, was wir jetzt als nächstes zu tun haben. Ja, auf jeden Fall ist da noch ein bisschen was. Da ist was gespawnt. Ja, gut. Wie sieht's hier aus? Überträgt Scannerraumdaten an die Sichtfeldanzeige. Magnetit. Ja, gut. Reichweitenmodul bräuchten wir auch mal. Emailliertes Glas. Kein Magnetit gefunden. Okay, Schmierstoff. Ich glaube, wir brauchen eine mobile Fahrzeugstation, um da unsere Fahrzeuge zu bauen, ne? Ja, wird wohl so sein. Titanbahn ist jetzt kein Problem. Energiezelle auch nicht. Schmierstoff. Okay, Schmierstoff ist auch kein Problem. Ja, wird das als nächstes in Angriff genommen. Aber nicht mehr diese Woche, Freunde, denn wir sehen uns in der nächsten Woche wieder am Montag. Da werden wir dann versuchen, wahrscheinlich den Schneidbrenner zu bauen oder wie auch immer der heißt. Laserschneider. Diamant. Okay, können wir vergessen. Ja, gut, dann auf jeden Fall das Schiffchen und dann gucken wir weiter. Haut rein, euer Zero. Tschüss.